da sind wir bei polaren Orbits und man hat es ab und zu mal in der Presse von wegen deutscher Startplatz oder Möglichkeit aus der Nordsee starten. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, weiß ich nicht, macht man bestimmt, weil man da irgendwie vielleicht auch Politik oder die Politiker so ein bisschen dafür begeistern kann. Für die polaren Orbits könnte das tatsächlich Sinn machen und auch irgendwie was Logistik angeht. Was wären die Vorteile, wenn man einen Startplatz irgendwie in der deutschen Nordsee hätte? Ja, es ist ein mega cooles Thema, weil wir dachten uns am Anfang, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und dann haben wir so ein Team zusammengestellt und haben uns genau angeguckt, hey, was müssen wir machen, dass das Ganze Sinn macht? Wie können wir unsere Rakete logistisch, so wie du sagst, so an den Startplatz bringen, irgendwo hinbringen, wo man starten kann und das Ganze im Endeffekt einfach und günstig wird. Und dann ist genau das rausgekommen. Mhm. Also es gibt da so eine Außenhandelszone, ja, in Deutschland, die quasi in der See liegt. Und wenn ich da ganz an die Spitze gehe, dann ist es tatsächlich so, dass ich mit so einer polaren mit so einem polaren Einschuss im Endeffekt ideale Voraussetzungen habe. Also das ist ein echter Breakthrough, weil wir haben ja in Deutschland das Thema schon seit vielen Jahren auf dem Schirm. Es gibt viele Workshops, viele Initiativen, auch mit Horizontal Launch. Und als wir uns das angesehen haben, haben wir festgestellt, hey verdammt, es geht tatsächlich mit einer ganz einfachen Lösung, nämlich ja, Rakete vom Boden starten ist momentan das Allergünstigste. Und es existiert da ein kleiner Lösungsbereich, wo das möglich ist. Und wir sind da echt verdammt stolz drauf, dass wir das angepusht haben. Und natürlich macht das kommerziell mehr Sinn, wenn wir die Rakete nicht erst im Container packen müssen und später wieder aus den Containern rausnehmen müssen und integrieren und testen müssen. Es macht natürlich Sinn, wenn wir die hier in Augsburg komplett zusammenbauen und die geht als eine Unit quasi einfach nur in den Startplatz. Und das ist hier möglich. Bei 30 Metern? Ist dann schon ein Schwertransport, das ist jetzt nicht irgendwie in Containern so, aber ist schon ein Maß, was man irgendwie eigentlich gut handeln kann, wenn man sich anguckt, was irgendwie an Windkraftwerken durch die Gegend gefahren werden. Genau. So. Genau, also das Allerschwierigste ist im Endeffekt Breite, aber mit 2 Metern passen wir quasi auf so in das normale Verkehrsnetz und es geht jetzt nur noch um die Länge. Mhm. Und das haben wir uns auch im Detail angesehen und wenn man zu lang ist für den normalen Transport, ist das kein Problem. Man darf nur nicht zu breit und zu hoch werden. Ja, ein Aspekt vielleicht, der bei diesem Nordsee-Launch, das mir noch einfällt, ist von wegen, wenn man die erste Stufe, die kommt ja immer irgendwo runter. Das ist wahrscheinlich bei den Nordsee-Launches auch das Problem, dass man sagt, warum man in Deutschland nicht gut starten kann, weil man irgendwie die erste Stufe ja irgendwie jemandem auf den Kopf wirft sonst. Oder? Da hat man einen bestimmten Spielraum. Ja, also bei uns trifft die erste Stufe keine bemannten Gebiete. Die fällt ins Meer und deswegen ist es relativ einfach. Ich habe mir hier eine ganze Folie zurechtgelegt, die heißt bei mir Nerd Talk. Ja, cool. Ich, ein bisschen technische auch Fragen. War auch mega cool. Ich habe so unten gesehen, wie eine Brennkammer gedruckt wird, zwar nur aus der Entfernung oder so, aber das ist, Triebwerk interessiert mich und mein Publikum natürlich brennend, im wahrsten Sinne des Wortes. Erste und zweite Stufe. Ist das im Prinzip das gleiche Triebwerk und dann nur vakuumoptimiert oder wie habt ihr das vor? Genau, du hast es richtig gesagt, das Allerwichtigste ist optimiert. Mhm. Das heißt, das Triebwerk ist im Grundansatz natürlich das gleiche, aber wenn man ehrlich ist, ist die Optimierung eine leicht andere. Wenn man die Optimierungstools prägt, dann will man auf der ersten Stufe erstmal Schub und das ist in den ersten, sagen wir, 10 bis 20 Sekunden wichtiger als Effizienz. Mhm. Das heißt, wenn man so ein Triebwerk entwickelt, dann hat man ja ein bestimmtes Spektrum. Ich kann das jetzt tunen auf Thrust, also auf Schub, oder ich kann es tunen auf Effizienz, also ESP. Und diese Tuning Points sind natürlich andere, die sind leicht anders. Und wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann sind natürlich die Ingenieure hier, die sagen, okay, wenn wir jetzt halt aber hier in diese Richtung gehen, dann lass uns hier leicht was anders machen. Und es ist ein kontinuierliches Spiel. Also wir können sagen, die Triebwerke sind gleich, weil sie die ganzen industriellen Fertigungsmethoden im Endeffekt gleich haben. Also da ist nichts anders. Aber wenn man sich die Details anschaut, das sind natürlich viele, viele coole Details anders, um quasi das allerletzte an Performance rauszuholen. Genau, das ist wahrscheinlich auch dann der Punkt. Ne? Ihr wollt günstig Raketen bauen und dann hört man bei der Optimierung auch irgendwann auf, wenn man sagt, das macht unsere Prozesse zu kompliziert oder wir weichen dann zu sehr vielleicht ab vom Standard. Oder, genau, ne? Und das ist verdammt wichtig, das hinzubekommen. Also ich möchte optimieren,
aber ich möchte nicht optimieren an den Punkt, wo ich dann andere Fertigungsprozesse benötige. Mhm. Und das ist jetzt das Wichtige. Mhm. Das heißt, ich muss quasi auf so eine Zielstrebigkeit entwickeln. Ja, wir wollen optimieren, weil wir müssen uns ja durchsetzen gegenüber unserer Konkurrenz. Das geht nur mit mehr Payload bei gleichbleibenden Kosten. Aber ich muss es so steuern, dass es zum Schluss immer die gleichen Herstellungsprozesse quasi betrifft und ich keine neuen Herstellungsprozesse erfinden muss oder hernehmen muss, die das Ganze dann teurer machen. Und das ist im Endeffekt das Allerschwierigste. Und da lernt man am meisten aus der Automobilindustrie. Die hat es so in den letzten Generationen ja gezeigt, wie es funktioniert. Ich habe mal eine Folge gemacht über, wie zündet man eigentlich Raketentriebwerke. Da habe ich mir das F1 von der Saturn 5 vorgenommen. Wie ist das bei euch? Und sind die wiederverwendbar oder wieder zündbar, wenn die dann schon fliegen? Genau, also für die Wiederverwendbarkeit muss man ja im Endeffekt ein bisschen DV von der Raketenstufe nehmen, bevor die erste Stufe im Endeffekt wieder eintritt. Mhm. Und da muss man natürlich zumindest ein Triebwerk nochmal anschmeißen. Und das haben wir natürlich eingeplant. Diese ersten Raketen, der erste Prototyp, da konzentrieren wir uns nicht auf Wiederverwendbarkeit, aber in unseren Lastenheften ist die Wiederverwendbarkeit natürlich 100% integriert. Mhm. Wir haben ja alles konstruiert und berechnet, dass die Rakete wiederverwendbar ist, zu einem ganz großen Maß. Aber das ist jetzt nicht unser Fokus auf den ersten zwei Missionen. Ja. Wie zündet ihr die Triebwerke? Ist das eine chemische Zündung? Oder? Das ist gemischt. Ja. Okay. Im Detail, wir verwenden pyrophorische Stoffe, um die Triebwerke anzuschmeißen. Haben wir alles selbst entwickelt. Mhm. Ja, gibt es in Amerika, gibt es in Russland. Wir haben keinen Zugriff auf diese beiden Sources. Wir müssen das hier quasi in Europa alleine stemmen. Und wir haben das im Endeffekt selbst entwickelt. Also Krass. Es gibt viele pyrophore Stoffe. Und wenn man gute Chemiker an Bord hat, dann weiß man im Endeffekt, wo man hin muss. Und wir haben das lange ausprobiert und unsere Anzünder funktionieren. Ich hatte irgendwo mal gelesen, von wegen, dass ihr letztes Jahr den Antriebszyklus gewechselt hättet. So von wegen, dass es ursprünglich mal eine offene Verbrennung oder ein offener Zyklus ist, den man, keine Ahnung, kennt man vom Merlin-Triebwerk. Eigentlich so die Standard-Triebwerke sind eigentlich immer offene Zyklen, auch mit Kerosin oder Apion. War das so kurzfristig oder habt ihr euch einfach nur erst entschieden zu sagen, ihr veröffentlicht jetzt, woran ihr arbeitet? Genau, war natürlich nicht kurzfristig. Also wir haben immer von Anfang an, wir sagten uns von Anfang an, wir setzen im Endeffekt auf zwei Konzepte, wir haben aber immer nur das schlechtere Konzept kommuniziert. Mhm. Ja, ist cool, wenn uns die Konkurrenz das dann alles nachmacht und wir uns dann entscheiden, wir machen das leistungsfähigere. Genau das ist passiert im Endeffekt. Unser Konzept Staged Combustion haben wir ganz vom Anfang an mitverfolgt und wir haben diese Triebwerke quasi digital entwickelt. Und wir haben natürlich auch Supplier, die uns helfen. Wir haben ein sehr gutes Industrialisierungsnetzwerk mit Firmen, die international bekannt sind und uns helfen können hier und da. Und da haben wir uns eigentlich relativ früh schon entschieden, es muss so eine Staged Combustion Engine werden, denn ich muss mich gegen die 100 Konkurrenten durchsetzen. Und mit einem Gasgenerator ist das in unserer Sicht fast nicht möglich. Was für Vorteile bringt denn dieser Verbrennungszyklus direkt für euch? Das sind im Endeffekt, wenn man es ganz klar ausdrücken will, 30% mehr Payload zum Schluss. Krass. Also ich kann quasi 30% günstiger sein oder ich bekomme einfach 30% mehr in den Orbit. Und das macht natürlich Sinn, wenn ich viel herstelle. Ja, ich will ja nicht viel herstellen, das dann ineffizient ist. Mhm. Nochmal, Beispiel deutsche Automobilindustrie. Das ist das beste Beispiel. Alles, was da produziert wird, ist kostengünstig und extrem leistungseffizient. Leistungsdichten extrem hoch. Genau da muss ich hin. Ich kann nicht nur eins verfolgen. Wenn ich nur Low Cost mache und zum Schluss die Performance nicht habe, dann werde ich mich nicht durchsetzen im internationalen Wettbewerb. Spielt ihr mit dem Gedanken, irgendwie den Treibstoff noch zu ändern? Also ist ja momentan wahrscheinlich was Kerosin-ähnliches gestufte Verbrennung im Sauerstoffstrom. Spielt ihr mit anderen Zyklen oder anderen Treibstoffen, die vielleicht später für euch mal eine Rolle spielen könnten? Ja, absolut. Also wir können den Treibstoff ändern, wenn wir das unbedingt wollten. Machen wir jetzt erst im ersten Schritt nicht. Mhm. Wir verwenden Kerosin und Sauerstoff, denn die Gesamtdichte ist da einfach kommerziell am besten. Also wenn ich den Trade-off mache zum Schluss, was
möchte der Kunde. Der Kunde will Payload und Performance und der will relativ wenig bezahlen und da geht nichts an Sauerstoff und Kerosin vorbei. Alles andere sind Sekundäraspekte. Und wir fokussieren uns hier auf den Primäraspekt. Es muss günstig sein für den Kunden und es muss Performance bringen. Mhm.